Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter-Agentur mit Erfahrung im akademischen Ghostwriting seit 2013. Da wir in letzter Zeit gehäuft von Kunden mitbekommen, dass die im Voraus schon schlechte Erfahrungen gesammelt haben mit Studenten-Ghostwritern, möchten wir euch heute einmal etwas sensibilisieren auf dieses Thema und stellen euch den Unterschied vor zwischen Experten und Studenten im Ghostwriting. Dementsprechend trägt unser heutiges Thema den Titel Ghostwriting-Agenturen, akademische Ghostwriter versus Studenten-Ghostwriter. Schauen wir uns doch erstmal an, wie es beim akademischen Ghostwritern mit entsprechenden Experten aussieht. Wir haben hier erfahrene Ghostwriter, welche den aktuellen Forschungsstand kennen und dementsprechend auch eine qualitativ hochwertige Arbeit abliefern können, welche sich schnell einarbeiten können, wenn zum Beispiel eine Mustervorlage für eine Masterarbeit geschrieben werden soll, dann brauchen diese Ghostwriter nicht noch wochenlang, um sich vorzubereiten, um Literatur zu wälzen und so weiter, weil sie entsprechende Literatur aus diesem Fachbereich bereits schon zur Hand haben oder wenigstens wissen, wonach sie direkt suchen müssen. Weiterhin wird die Anonymität bei professionellen Agenturen gewährleistet und professionelle akademische Ghostwriter sind in der Regel an einer langfristigen Arbeit mit diesen Agenturen interessiert und haben dementsprechend auch ein etwas verlässlicheres Ranking innerhalb dieser Agentur und können gezielter den entsprechenden Aufträgen zugeordnet werden. Weiterhin habt ihr bei akademischen Ghostwritern Kostensicherheit, da diese Personen schon im Voraus abschätzen können, was der Aufwand sein wird und somit im Voraus auch einen Preis geben können, der dann im Nachhinein nicht nochmal angehoben wird, sondern den tatsächlichen Arbeitsaufwand auch abdeckt. Weiterhin habt ihr mit erfahrenen Ghostwritern eben durch diese Erfahrung und Ethik auch eine entsprechende Sicherheit. Wie sieht es jetzt bei Studenten-Ghostwritern aus? Das muss natürlich nicht alle betreffen, allerdings ist das die Erfahrung, die wir gemacht haben aus den Kundenrückmeldungen von den Kunden, die leider vorher mit Studenten-Ghostwritern zu tun hatten. Hier haben diese Personen, diese Ghostwriter meistens ein geringeres Fachwissen. Es gibt wenig bis keine Erfahrung mit der Empirie und mit dem wissenschaftlichen Schreibstil. Sie sind neu im Ghostwriter-Job und wollen sich nur schnell irgendwas dazu verdienen. Da ist die Qualität manchmal leider nicht so wichtig. Weiterhin haben diese Ghostwriter eine aufwendigere Einarbeitung. Das heißt, dass gerade bei kürzeren Bearbeitungszeiträumen, die von den Kunden gegeben werden, die Qualität massiv darunter leidet, weil natürlich dann nach hinten heraus entweder keine Zeit mehr ist oder die Einarbeitung, was Literaturrecherche, Vorbereitung und Aufbau der ganzen Arbeit angeht, schon fast schlampig gemacht wird. Weiterhin ist die Verschwiegenheit teilweise unsicher und es kommt zu unangenehmen Geschichten. Es ist, wie gesagt, ein kurzzeitiger Zuverdienst für die meisten Studenten-Ghostwriter und es gibt kein etabliertes Ranking, welches über diese Ghostwriter getrackt wird, weil einfach auch noch keine anderen Aufträge da waren, die bearbeitet wurden. Oftmals hat man Probleme mit der Preisfindung, weil die Studenten-Ghostwriter eine falsche Einschätzung von dem Aufwand geben, einfach weil auch hier die Erfahrung noch etwas fehlt. Dann werden teilweise im Nachhinein Preise angehoben. Es wird gefordert, dass noch mehr Geld überwiesen wird für eine Leistung, die eigentlich schon im Voraus besprochen wurde. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr unangenehme Situation für beide Seiten. Weiterhin gibt es das Risiko wegen der angesprochenen Unerfahrenheit und wegen der Nachlässigkeit, die wir leider feststellen mussten, gerade wenn wir diese Arbeiten dann zu Gesicht bekommen, die uns dann die Kunden mitbringen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas für dieses Thema sensibilisieren und hoffe, dass ich euch dazu bewege, in Zukunft auch darauf zu achten, wirklich nur mit akademischen Ghostwritern, mit Experten zusammenzuarbeiten. Der Slogan Studenten helfen Studenten mag zwar nobel klingen, aber leider führt er nicht zu der gewünschten Qualität, die ihr als Kunde von uns und von anderen Ghostwritern erwartet.